Bett. Hä, Digga, wer ist das jetzt schon wieder? Und genau deswegen seid gespannt auf die nächste. Angriff! Wer könnte das noch? Hör mir mal zu! Jesus Christ, du bist 30 cm groß, warum bist du so stark? Ich bitte dich, hör mir eine Sekunde zu! Egal. Jetzt setz was. Nein, warte! Ich brauche deine Hilfe! Was? Ich will keinen Streit. Diesmal zumindest nicht. Was redest du da? Du willst mich bestimmt wieder verarschen und... Warum hast du eigentlich eine Piratenklappe auf? Deswegen. Du hast dein Auge verloren. Wie ist das passiert? Wann ist das Licht angegangen? Meine zwei Cousins, sie haben mich hintergangen, nachdem mein dritter Cousin Beokuma zurückkam. Was machst du da? Sorry, hast du was gesagt? Mann, hör mir zu! Beokuma hasst mich. Er war lange im Knast, aber jetzt will er mich erledigen. Und ich kann ihn alleine nicht besiegen. Meine Cousins sind auf seiner Seite. Digga. Aua! Komm schon, du musst mir helfen. Nur dieses eine Mal. Mann, wieso sollte ich? Du hast meine Freundin ausgespannt, meinen Vater entführt. Ich weiß, wir sind nicht gut miteinander versonnen. Aber es geht hier dieses Mal um Leben und Tod. Diddy, wenn du mir nicht hilfst, dann werde ich sehr bald schon das Zeitliche segnen. Das kann nicht dein Scheiß Ernst sein. Oh, Mann! Komm schon, Mann! Bitte. Okay. Ich habe nur noch eine Frage. Wie können wir sie besiegen? Ich kann nicht glauben, dass ich dir wirklich helfe. Was? Was ist so lustig? Warum lachst du? Du hast einen fetten Pickel. Was? Ich habe doch keinen... Nein, wann ist der denn gekommen? Hör auf zu lachen, das ist überhaupt nicht lustig. Warum bist du überhaupt der PNG? Das ist eine gute Frage. Lass uns einfach loslegen. Ja, Mann. Ach, lang ist's her. Ich hatte gehofft, ich muss das nie wieder tun. Werft eure Würfel in die Luft und sprintet drauf los. In diesem Brettspiel bestimmt eure Platzierung in dem Minispiel, mit wie vielen Würfeln ihr euren nächsten Zug bestreiten dürft. Hä? Warte mal, was? Warum spiele ich gegen drei Pedobären? Ich dachte, wir tun jetzt 2 gegen 2 machen oder so. Nein, mach dich locker. Ich erhielt sowas wie eine mentale Stütze. Mentale Stütze? Ja, eine mentale Stütze ist doch cool, Mann. Ach, was auch immer. Außerdem fällt mir auf, ich habe immer noch meine alte Frisur, die Kurzhaarfrisur für dieses Mii. Endlich, Freunde, können wir das ändern. Ja, aber nicht jetzt. Ich werde gleich umgebracht. Ach, halt die Fresse, dafür ist noch Zeit. Ey, das kann ich dein scheiß Ernst sein. Katsching. Wow, willst du mich verarschen, Mann? Nein, ich meine das ernst. Diddy, hör mir zu. Ich werde gleich wahrscheinlich umgebracht. Kannst du bitte doch mal drüber nachdenken? Nein, Pedobär, du ahnst gar nicht, was das für ein geiles Gefühl gerade ist, ne? Es ist mir so scheißegal. Außerdem siehst du immer hässlich aus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Endlich! Wir sind zurück! Es ist so geil! Oh mein Gott! Ja, endlich weniger hässlich. Halt deine Fresse, ich bin gehypt gerade. Jetzt bin ich wirklich guter Dinge, dass wir es schaffen können. Wir starten rein. Sag mal, redest du eigentlich immer so? Ja, das ist meine normale Stimme. Ja, ja, normale Stimme. Du willst nur ein Synchronsprecher sein. Nein, das hat nichts mit Synchronsprecher sein zu tun. Ich betone halt meine Wörter so! Brückensprinter! Okay, hier sind wir. Nach all den Jahren ist es wieder soweit, eine Runde zu. Digga, die Augenbrauen von Beokuma sehen so beschissen aus. Chill, Bro, sonst haut er dich gleich. Nein, der haut mich nicht, der traut sich das gar nicht. Der ist 30 cm groß. Na und, ich bin auch 30 cm groß und hab dich gerade eben gehauen. Das stimmt, warum seid ihr eigentlich so stark dafür, dass ihr 30 cm groß seid? Im Gegensatz zu dir trainieren wir halt. Ich trainiere auch. Na, anscheinend zu wenig. Fick dich. Na komm, Brückensprinter! Hepa! Digga, hast du eigentlich keine Nachbarn? Junge, fuck mich doch jetzt bitte nicht ab. Lass mich einfach spielen. Pepe, ich liebe dich, aber ich glaube, mittlerweile brauchen wir wirklich keine Erklärung mehr. Wir legen los und retten dir deinen scheiß Arsch. Wird auch wirklich Zeit. Danke, Mann. Kein Ding. Minispiel um die Zugreihenfolge. Verstecke dich hinter einem Sichtschutz, sodass dich der neugierige Strauß nicht findet. Der Spieler, der nicht vom Strauß gefunden wird, gewinnt das Spiel. Och nee, Alter. Ein Lackspiel direkt zu Anfang? Wenn ich eins wirklich nicht kann, dann ist es Lack. Du wirst heute sterben. Ich hätte mir ein anderes Team mitsuchen sollen. Okay, Bro, gib mir einen guten Tipp. Was nehme ich? Ich habe kein Glück. Du hattest bis jetzt gefühlt in den letzten Runden auch nicht so viel Glück, oder? Nimm einfach die goldene Mitte, Bro. Ja, die goldene Mitte, du hast recht. Boom. Okay, Beokuma nimmt ganz rechts. Die Kamera hat gar keinen Bock zu fokussieren. Bei so einem Hässlern wie dir hätte ich auch keinen Bock zu fokussieren. Du Hund, ich denke, er wird wirklich... Ja, okay, okay. Soweit so gut, soweit so gut. Vielleicht bringst du mir ja auch Glück oder dir selber. Warte. Oder was auch... Oh, oh. Oh nein, oh nein. Oh shit. Oh nein. Er ist nah an der Mitte. Er ist zu nah.
Das ist nicht gut. Okay, er ist dumm, er ist dumm. Oh. Er ist ein dummer Pelikan. Das ist ein Strauß, du Trottel. Ich bin nicht so gut mit Tieren. Pedokuma? Was? Hä, ich dachte, Pedokuma ist überkrass. Ja, aber anscheinend nicht überlucky. Ja, anscheinend. Okay. Let's go! Alter, was? Ich hab noch... Ich glaube, ich habe legit noch nie in diesem Spiel gewonnen. Diddy Gang, habe ich jemals in diesem Spiel gewonnen? Das ist insane! Was zum Teufel? Es gibt auf jeden Fall einen dicken Schuss mit der Props-Kanone. Respekt! Respekt! Okay, aber viel wichtiger ist, dass wir das Glück jetzt aufrechterhalten, Bro, okay? Das Minispiel hat entschieden. Diddy macht den Anfang, gefolgt von Pedo Bear, Pedo Kuba und zuletzt Pedo Bear. Warum ist es in Caps? Weil du es so geschrieben hast. Mach mir nicht alles kaputt. Jetzt direkt eine gute Zahl, direkt auf einem Plusfeld. Komm schon, bring mir nochmal Glück, okay? Glaub mir, ich gebe mein Bestes. Alles klar, 3, 2, 1, Heureka! Heureka! Das könnte echt was werden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Runde. Das wird was, oder? Komm schon. Ich glaube, das war gut. Nee, das war überhaupt nicht gut, das war voll drüber. Ja, das könnte tatsächlich drüber sein, aber vielleicht auch genau richtig. Das wird nix. Vielleicht. Yo, was? Das ist insane. Das ist wirklich insane. Sehr, sehr geiler Start. Okay, mal gucken, was dein räudiger Cousin zugrunde würfelt, sag ich mal. Starke Deutsch, Bro. Das sieht übel kacke aus. Das ist genau das, was Verräter verdient. So sieht's aus. Für Traitor können wir nämlich nicht ausstehen. Wir hassen Traitor. Du sprichst mir aus der Seele, Junge. Zum Beispiel Traitor wie Leute, die so einfach Freundinnen aussperren. Oder Elternteile einsperren. Oder einfesseln. Okay, Pedokuma. Siehst böse aus, aber kannst du auch böse gut würfeln? Ich glaube nicht. Der Wurf war eigentlich ziemlich gut. Das stimmt, das war tatsächlich gar nicht so kacke. Aber es war sogar... Ziemlich gut. Ja, es war sogar ziemlich gut. Juhu, du darfst um 5 Würfel würfeln und... die entsprechende Anzahl an Felder vorrücken. Hattest du gerade einen Aussetzer? Oh, shit. Wenn er das richtig gut macht, dann kommt er jetzt schon wieder vor mich. Oder vor uns? Vor uns. Wir sind also heute ein Team? Nur heute. Nur heute. Ist er vor uns? Ich weiß es nicht. Ah, okay, Gott sei Dank nicht, weil er kann diese plus 20 nicht nutzen. Glück gehabt, Leute. Wir müssen das hier first try schaffen. Och, nö. Fuck! Natürlich würfelt er direkt einen Pasch, Alter. Komm fucking on. Erstmal abwarten, was sein Pasch-Würfel-Wurf-Dingens wird. Also ich sag mal so, es war jetzt nicht blendend oder so, aber für das, dass er nur 2 Würfel hatte, hat er schon richtig was rausgeholt. Aber die Frage ist, wo landet er? Wähle die richtige Kartenhälfte und drehe sie so, dass sich ein symmetrisches Bild ergibt. Der Spieler, der nach Ablauf der Zeit die meisten Spielkarten zusammengesetzt hat, gewinnt das Spiel. Okay, mit Karten bin ich gut, das müsste ich eigentlich schaffen. Ich auch, ich kann sogar Zaubertricks. Was für Zaubertricks denn? Zieh die Karte aus meinem Arsch. Digga, bist du irgendwie 5 Jahre alt oder so? Okay, das kriege ich hin, liebe Freunde. Hä? Ey, what the fuck? Okay, irgendwas ist gerade schiefgelaufen. Hast du das gesehen? Ja, Skill-Issue. Digga, was soll das irgendwie? Hallo, meine Wii-Familie nimmt das nicht richtig an. Gute Ausrede. Das ist keine Ausrede, das ist die Wahrheit, Bro. Hallo? Digga, das ist ein Stern. Ich weiß, aber es müsste doch... Okay, es war falsch von mir. Alter, sind die gut. Aber trotzdem Erster. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du noch gewonnen hast. Dankeschön, ich habe mich bemüht. Das war gar nicht so leicht. Digga, diese Augenbrauen von Pedokuma machen mich fertig. Das sieht so scheiße aus, wirklich. Okay, wir brauchen wieder Glück. Wir müssen wieder extrem gut würfeln. Bis jetzt sieht's gut aus, aber bis jetzt hat's auch noch nie was gebracht, am Anfang in Führung zu sein. Nein, fast die Goldene. Hast du eine Goldene? Bei 40 bekommt man die Goldene. Ah, okay, verstehe. Aber ist okay. Und wir sind nicht auf dem Teleportfeld gekommen. Bis jetzt haben wir, was Feldlandungen angeht, wirklich Glück. Außerdem, warum hast du gerade eben gefragt, wann es golden wird? Als hättest du das selber noch nie mit mir gespielt oder sowas. Digga, glaubst du, ich merke mir so eine Scheiße. Ha! Pedo Bear ist so ass! So verdient. Oh mein Gott. Rache ist Blutwurst. Rache ist sowas von Blutwurst. Pedo Kuma ist der Einzige, der irgendwie anders aussieht. Warum seht ihr eigentlich alle gleich aus? Sehr viel Inzest. Was? Ja, und er kommt auch auf ein Scheißfeld. Ey, hä? Das läuft mega gut. Ja, ultra gut. Jo, wer ist das? Hallo, meine Mama. Ach so. Danke. Kriege ich auch vielleicht was ab? Nein, kriegst du nicht. Oh. Ja, dann muss ich jetzt erstmal snacken, ne? Wie, was snacken? Es geht um Leben und Tod. Du kannst doch jetzt nicht essen. Für gutes Essen ist immer Zeit. Nein, ich werde sonst sterben, Bro. Ciao, Pedobär, ne? Ich hasse dich so sehr. Irgendwann später. Ach. Das hat so lange gedauert, Digga. Ich bin ein Genießer, okay? Ich nehme mir meine Zeit. Das ist echt nicht okay. Doch, das ist okay. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich hab Sex mit deiner Mutter. Der war scheiße. Ja, der kam echt nicht an. Ah ja, wir waren ja dabei. Pedokuma wurde in den Arsch gebumst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, nur noch Pedobär, der fucking Italiener. Was ist deine Meinung zu Italienern? Scheiß Pasta-fressende Bastarde. Rassistisches Dreckschwein. Was ein Wurf. Wusstest du, dass ich mal mit einer Italienerin zusammen war? Ach, echt jetzt? Wirklich? Ja. Wie hieß sie denn? Alessia. Soll ich sie dir auch mal ausspannen? Jetzt habe ich nicht mal gesehen, ob er weit gekommen ist oder nicht. Oh mein Gott. Dieses Video ist eine Psychose. Finde das Mittelteil, das zu der oberen und zu der unteren Gesichtshälfte passt. Der Spieler, der als erstes 3 Gesichter zusammengesetzt hat, gewinnt das Spiel. Pedobär, ich sag dir ehrlich, das ist nicht mein Game. Das kann ich echt nicht gut.
was passiert eigentlich, wenn ich verliere? Oh, dann kommen meine Cousins und töten uns beide. Damn. Okay, ich versuche mich zu konzentrieren, ich schwör's dir. Zack und verkackt. Oh was ein Start. Zack! Okay, ich glaube, es könnte eng werden. Ich kann das einfach wirklich nicht. Vor allen Dingen das! Hey, das ist doch Pedobär! Woher soll ich denn wissen? Hey, das war wieder Pedobär! Woher soll ich denn wissen? Oh. Es ist over. Woher soll man denn wissen, wer wer ist? Einfach klug sein. Was für klug sein? Das hat nichts mit klug sein zu tun. Ihr seht alle gleich aus. Schmutziger Rassist. Das ist nicht Rassist. Ach, leck mich doch. Ja, klassischer vierter Platz auf jeden Fall. Auf süß. Das ist gar nicht gut. Naja, es ist gar nicht so schlimm. Wir stehen eh kurz vor dem ersten Ereignisfeld. Wenn wir das Ereignis überstehen, dann haben wir wieder rausgeholt, dass wir diese Runde verkackt haben. Du verkackt hast. Das war tatsächlich ein ziemlich guter Wurf. Heilige Mutter Maria. Ist er jetzt genauso weit wie wir? Goddammit. Er ist original genau auf unserem Feld gelandet. Was ein Hurensohn. Übel der Hurensohn. Macht dich das nicht auch zu einem Hurensohn? Ich glaube, du weißt nicht, wie Cousins funktionieren. Sehr gut. Nein! Och, ich hasse dieses 1 gegen 3. Falls du gewinnst, darfst du 5 Würfel werfen und vorrücken, Pedokuma. Falls die anderen gewinnen, dürfen sie 2 Würfel werfen. Pedokuma strong, vergiss das nicht. Ich krieg das schon hin. Der Gamepad-Spieler wirft Schwimmreifen auf seine Gegner, um sie damit einzufangen. Wurden alle Gegner gefangen, gewinnt der Gamepad-Spieler das Spiel. Digga, mich triggert dieser Pickel so sehr, denn das ist so gottlos. Ohne sie ist auch scheiße aus. Danke für deine aufwärmenden Worte. Aufmunternden. Stimmt, danke. Aufmunternd. Okay, ich habe überhaupt nicht. Ah, er hat's direkt auf mich abgesehen. Ah, was ist dein Problem? Was hat der gegen mich? Pass auf! Bro. Kommt schon, ihr beiden, kämpft! Apo Red! Digga, ewig lang nicht mehr gesehen und das sieht gar nicht gut aus. Komm schon, du Engländer! I will give you a cup of tea if you win! Du hast den Akzent furchtbar nachgemacht. Ich weiß. Ey, er hat's echt geschafft! Was? Wie scheiße aus, mit den Augenbrauen und genervt. Ich liebe diese Augenbrauen. Okay, wir bekommen jetzt alle 2 Würfel. Das ist gar nicht so gut. Wobei, wenn er es jetzt schafft, das Ereignis zu knacken, wäre das sogar sehr gut für uns, weil dann können wir die Würfel, die wir machen, auch safe benutzen. Glaube ich. Du hast das Spiel schon 1000 Mal gespielt und weißt es trotzdem nicht? Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Du kannst nur weiter vorrücken, falls du einen 1, 3 oder 5 würfelst. Concentration on the station. Wir hoffen, er schafft es tatsächlich. Er hat's. Hey, okay, sehr nice. Katsching. Und es geht weiter. Das heißt, wir sind jetzt auch safe und können unsere 2 Würfel sogar benutzen, was sehr, sehr geil ist auf jeden Fall. Aber dafür ist natürlich Pedobär vorne, was gar nicht so gut ist. Alles gut, wir ficken den noch. Wir ficken den sowas von noch. Wir ficken jeden. Wir werden das First Try holen. Ich muss ins Gym, Bro. Ich bin ein Lauch geworden. Hast du nicht für den Sporteignungstest trainiert oder so? Ja, aber nicht halt auf Muskeln. Ich habe für den Sporteignungstest ganz andere Sachen trainiert. Zum Beispiel, wie man ihn nicht besteht? Erste Runde der Würfel, lass es direkt gut sein. Pedobär bringt Glück. Was ein unglaublicher Scheißwurf. Egal, vielleicht. Ach ja, bringt uns eh nichts. Nein, wie übel, Kacke. Jetzt sind wir nochmal dran. Wir hätten ja auf 1 gegen 3 Feld kommen können, aber jetzt mit den Würfeln, die wir haben. Ach, das wird niemals was. Was los? Wir kommen auf ein leeres Feld, das ist übel Kacke eigentlich. Es sei denn, wir machen einen Pasch. Das ist kein Pasch. Hast du wirklich gedacht? Nein, ich habe nicht gedacht, wir kriegen einen Pasch. Aber ich habe gehofft. Was? Wir hatten mal Glück? Was kannst du laut sagen? Oh mein Gott, Digga. Let's go! Es läuft also. Felderlack ist diese Runde. Fake Diddy. Digga, wovon redest du gerade? Ich hasse Fake Diddy. Übrigens, Fake Diddy war ja auch letztens im Video und hat Fußball gespielt. Ihr erinnert euch, wer du Diddy geschaut hat? Der weiß jetzt Bescheid. Self-Promo. Halt deine Fresse. Um aus dieser Mondbasis zu fliehen, musst du Schleusentore in unterschiedlichen Richtungen aufschieben. Wer zuerst freies Mondgelände betritt, gewinnt. Okay, mach dir keine Gedanken, das kann ich richtig gut. Also, du wirst heute nicht sterben und ich komm gleich ins Gym. Zack. Buh. Konzentrier dich. Ha. Ja, so schon eher. Boah, okay, Ich struggle voll mit dem nach oben ziehen. Ich weiß gar nicht warum. Okay, aber komplett easy. Komplett easy. Das war ehrlich strong. Dankeschön, Mann. Lob von dir zu hören ist auch mal was Neues. Pedobär ist nicht mehr rausgekommen. Was ein verficktes Opfer. Ich frage mich jedes Mal, wie meine Videos übrigens monetarisiert werden. Ne? Also, ich sag so viele Beleidigungen in meinen Videos. Jo, darf ich auch mal eine coole Beleidigung sagen? Klaro, zieh durch. Keine Sorge, ich werde auch nichts sagen, was irgendwie schlimme Folgen für dich hat. Also, nee! Pedobär, ich schwöre, du bist so ein rassistischer Hurensohn. Nein, da ist die Rakete. Hast du es gesehen? Ja. Habt ihr es gesehen? Scheiße, das Raketenfeld bringt einen so weit nach vorne. Also du skippst damit die halbe Map praktisch. Das werden wir jetzt nicht mehr bekommen. Selbst wenn wir letzter... Wobei, wenn wir letzter werden... Hey, Diddy, komm jetzt nicht auf doofe Ideen. Ich müsste nochmal sehen, wie weit wir entfernt davon sind. Die anderen holen auf. Viel zu riskant. Ja, aber genau deswegen würde ich ja Risiken... Nein, eingehen wollen. Ach, fuck. Das kannst du aber laut sagen, oh fuck. Okay, warte, ich stehe da. Das heißt, ich bräuchte eine super niedrige Zahl. Das schaffe ich niemals, auch wenn ich letzter werde. Scheiß drauf. Keine Risiken. Wir gehen all in und versuchen wieder erster zu werden. Yeah. Natürlich kommt er auch nochmal auf plus 20. Guck, das meine ich. Egal, ob man am Anfang Erfolg feiert oder nicht oder Glück hat. Ist scheißegal. Sie holen eh alle auf. Aber wo ich das gerade auf der Map da rechts sehe, bis jetzt ist das einzige Problem Pedobär, der Italiener. So ein Hurensohn. Pedobär wird nicht mehr gewinnen. Es sei denn, er landet auch auf ein Teleportationsfeld. Das kann auch passieren. Ja, aber Teleportation.
Aktionsfeld sehr rare. Das stimmt. Renne durch das Labyrinth und sammle so viele Juwelen auf, wie du kannst. Der Spieler, der die meisten Juwelen gesammelt hat, gewinnt das Spiel. So, und jetzt konzentrier dich mal und gewinn, Junge! Ich konzentriere mich aufs Spiel! Hertha! Ich hab doch die meisten Punkte! Nein! Doch, hab ich! Oh, Tatsache. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich hab einfach alles mitgenommen, was ging. Holy shit. Mit Abstand. Ja, mit Abstand. Okay, Felderlack, vielleicht auch einmal Würfellack? Mal was Neues? Das war mal gar nicht so scheiße. Ich glaube auch nicht, dass das so scheiße war. Es war aber auch nicht wirklich gut. Average. Aber Felderlack kann rausholen. Nein! Ein Feld vor 1 vs 3. Ist das scheiße, Alter. Da soll noch Pedo Bear helfen, der scheiß Wichser. Wehe, du bekommst jetzt Teleport. Wenn ich Teleport bekomme, dann bringe ich mich um. Versprochen? Versprochen. Warum lachst du? Du wirst auch gleich sterben. Ach ja. Ey, ich habe gerade eben sogar noch gesagt, das Einzige, was ich noch retten kann, ist ein Teleport. Ne? Und guckt euch das an, ich hasse dieses Spiel, Mann. Ich weiß, warum ich das 100 Jahre nicht gespielt habe. So ein unfaires Dreckspiel. Immer ruhig, Brauner. Digga, warum bist du eigentlich so locker? Du bist derjenige, für den ich hier kämpfe. Wenn Pedo Bear jetzt das Hindernis schafft, wäre das vollkommen in Ordnung für mich, weil dann könnten wir einfach am Hindernis vorbei. Ja, das wäre geil. Das wäre sehr geil. Okay, Fresh. Er braucht nur ein grünes Licht. Komm schon, Pedo Bear. Ja, Mann. Komm, der Letzte. Ach, Pedo Bear, du bist auch einfach der größte Lappen der Galaxie, Alter. Wichser. Weißt du, Pedo Bear ist so ein Hund, da teleportiert man den schon nach vorne und er macht trotzdem nichts Gutes. Real Talk. Krieg ich so einen Hals, ne? Ja, und du hast schon einen breiten Hals. Danke. Seit wann gibst du mir Komplimente? Komm, bestimmt vom ganzen Schwänze lutschen, oder? Jetzt bist du auch noch homophob, oder was? Digga, guck dir die Scheiße an. Das darf wirklich nicht wahr sein. Hä, was passiert jetzt? Das habe ich noch nie gesehen. Pedo Kumas ganz hinten? Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Wenn der Pedo Bear wirft, der ist erst... Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel auch. Es ist unglaublich. Wir sind jetzt Letzter mit dem anderen. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich wollte doch noch ins Gym und nicht sterben eigentlich. Ich habe mich mit unserem Schicksal abgefunden. Zerteile die fallenden Holzscheite, um Punkte zu erhalten. Melonen hingegen solltest du fangen, denn für zermatschte Melonen gibt es Punktabzug. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Ach Mann, Alter. Aber immerhin sieht mein Gi cool aus. Hast du das Video gesehen, wo ich im Gi war? Glaubst du, ich würde mir auch nur eins von deinen Drecksvideos angucken? Ja, du kannst auch nichts außer haten, oder? Ich habe früher auch Karate gemacht tatsächlich, deswegen, das müsste ich hinbekommen. Pedro, mach dir bitte keine... Stark, Bro. Fokussier dich. Sehr gut. Big Win. Big Win. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir jetzt das Ereignis schaffen. Wenn wir dieses Ereignis, was jetzt aufkommt, nicht schaffen, dann sind wir komplett gebumst. Aus dem Grund, weil alle anderen dann vorkommen und wir hängen komplett zurück. Das heißt, der ganze Sieg wird nichts gebracht haben. Okay, das darf echt nicht passieren. Yo, Alter. Nein, das ist nicht gut. Hä, warum das? Weil jetzt, guck mal, du musst dir vorstellen, WeParty macht das immer. WeParty gibt dir Hoffnung, um sie dann komplett zu zerstören. Oh, shit, ich ahne, Bro. Ja, du ahnst. Hier. Mach du das, Bro. Okay, warte, ich nehm sie. Würfel gut, Bro. Bitte, Bro. Gib wieder. Danke. Hier, nimm. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hasse alles. Ich hasse alles so sehr. Du bist so ein Knecht, ne? Du kannst gar nichts. Junge, was laberst du? Du warst doch Alter, besser, Junge! Ey, das macht mich wirklich sauer. So eine Scheiße, so eine Lackkacke, Alter. Entspann dich, Diggi. Nein, ich entspann mich jetzt nicht. Wir können jetzt nur hoffen, dass alle anderen auch einfach nicht weiterkommen. Das ist das Einzige, was jetzt noch irgendwie was bringen würde für uns. Wetten, Pedro Bär kommt jetzt First Try weiter. Ja, safe. Ja, wir kennen doch das Spiel. Guck mal, alle auf einem Spot jetzt mittlerweile. Guckt ihr das an? Die Map ist komplett. Ach, ist das dumm, Alter. Wow. Ja. Ach so, na klar. Ja. Natürlich schafft es jetzt direkt First Try. Weil was auch sonst? Bro, ich glaube, du musst echt zu einem Therapeuten gehen. Ja, Minusfeld, Minusfeld. Mir fehlen die Worte. Es gibt Momente im Leben, da verliert man auch mal, ne? Ja, und du weißt schon, dass wir auch dann unser Leben verlieren werden. Ich weiß. Okay, ist okay. Wir können alles noch holen. Jetzt erster Platz, Felderlack und dann sind wir wieder komplett im Rennen. Nicht aufgeben! Noch ist nichts entschieden! Du sagst es, Mickey Maus. Mir ist noch nie aufgefallen, dass Pepe eine Mickey Maus-Stimme hat. Ich bin's. SSIO. Oh, ich darf auswählen, weil ich Letzter bin. Das sieht gut aus. Inshallah. Inshallah, du sagst es, Bro. Seit wann sagst du so welche Wörter? Balanciere auf einem Holzfass und rolle übers Wasser in Richtung Ziel. Weich dem Treibholz aus, um nicht aufgehalten zu werden. Der Spieler, der das Ziel zuerst erreicht, gewinnt das Spiel. Wir sind ganz vorne. Come on. Oh nein, dieser fette Wichser da. Hey. No front. Ich werd gepusht. Pedo Kuma hat mich komplett nach vorne gepusht. Sie haben mich alle nach vorne gedrückt. Hast du das gesehen? Ja, Mann, ich habe tatsächlich Augen. Einmal im Leben Glück. Fake Diddy da links. Bring mir einmal im Leben Glück, Bro. Wir haben wieder dieselbe Frisur. Komm schon, Fake Diddy. Inshallah. Hör auf, das Wort zu sagen. Es fuckt mich irgendwie langsam ab. Das war ein goldguter Wurf. Come on. Come on, ein gutes Wurf. Ich hasse dein Leben. Ich hasse mein Leben auch. Ich hasse wirklich nur dein Leben. Ich hasse mein Leben auch nur. Wäre auch zu viel verlangt, oder?
Yo, er ist genau auf unserem Feld. Komm, box dich mit mir, Pedokuma. Bro, ich bin nicht Pedokuma. Yes, okay. Wäre auf dem Plus 20 Feld gekommen, wäre basically over gewesen. Matt, was geht ab, Bro? Lang nicht gesehen. Lol. Als ob wir alle jetzt auf demselben Feld chillen. Das ist schon wieder so eine Diddy-Wee-Party-Videokacke, ne? Außer Pedobear. Der ist im Herzen letzter und auch nachdem er teleportiert wurde. Oh nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh oh. Digga, ich schwöre, ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Er könnte... Oh nein! Oh mein Gott, er rasiert uns wirklich. Ja. Yep. Das kann nicht die Wahrheit sein. Das kann nicht die Wahrheit sein. Wo landet er? Eigentlich voll kacke. Ja, das war jetzt doch wirklich gar nicht so gut, das Recht. Als ob wir alle fast auf demselben Punkt stehen. Gib die Bombe an den nächsten Spieler weiter, bevor sie explodieren. Der Spieler, der übrig bleibt, gewinnt das Spiel. Zähl mit der inneren Uhr mit, mein Freund, okay? Nicht mein Freund, aber du weißt, wie ich meine. Ja, ja, schon klar. Okay, 17, 16, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Hä, ist er dumm? Pedokuma will sterben? Was? Pedokuma hat Suizidgedanken. Hä? Was ist denn mit ihm los? Ist er dumm? Er ist wirklich komplett dumm. 3, 2, 1, 0. 0. Oh. Nice, oh mein Gott. Sehr strong. Ja, diesmal läuft krank gut. Ich habe meine innere Uhr wirklich trainiert anscheinend. Das ist sehr gut. Jetzt heißt es 1 gegen 1 gegen den wahren Bösewicht dieser ganzen Folge. Und zwar Pedobear. Verdammter Italiener. 3, 2, 1. 1. Oh, oh mein Gott, Gott, war das knapp. Weil man kann auch beim Geben noch verkacken. Ja, ja, ich kenne. Ich schwöre, ich zitter immer noch. Siehst du das? Ja, Mann, ultra. Ja, mega realistisch, oder? Jesus Christ, haben wir diese Runde jedes Minispiel gewonnen? Kann das sein? Außer eins, glaube ich? Ja, das dumme Gesicht der Minispiel. Zwischen 35 und 40 wäre perfekt. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht aus, als würden wir miese auf ein Minusfeld kommen. Mal wieder. Nein. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Was wird passieren? Guck einfach hin, Bro. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es auch so sehr. Es ist doch lächerlich, oder? Das ist doch lächerlich, Alter. Ach, Mann, das ist doch so eine lächerliche Kacke, Mann. Auf einmal gewinnst du doch Pedobear. Der, wobei... Wo... Bro, kannst du kein Deutsch? Scheinbar nicht. Oh. Oh, nein. Sehr gut, definitiv letzter. Ich hasse alles. Dieses Wettschwimmen gewinnt der Spieler, der als erster drei Bahnen geschwommen ist. Jede Bahn erfordert einen ganz besonderen Schwimmstil. Du musst deine Wii-Verbindung also völlig unterschiedliche Arten einsetzen. Jetzt konzentrier dich. Ich konzentriere mich so gut ich kann, Bro. Zack! Bro! Fuck, ich hab verkackt. Ich bin zu früh. Okay. Ah. Oha. Boah, das war der Supersonic-Schrei. Kennst du den? Yeah, I'll show you. Nein, zum Glück nicht, Digga. Fick dich. Ich schwöre, ich wünschte, so hätte das auch beim Sporteignungstest ausgesehen, Alter. Aber naja, haben wir den Rekord? Nee, oh, doch, haben wir. Ja. Einfach auch noch schnell auf Lock, wie die Jugendlichen heutzutage sagen, den Rekord geholt. Du bist so fucking cringe, Digga. Wenn wir ultra viel Glück haben, dann könnten wir jetzt schon das Ereignis zum ersten Mal versuchen. Wir würfeln niemals eine 45. Irgendwas zwischen 36 und... 40 wäre ganz gut. Ich kack mir die Hose. Welche Hose? Du trägst keine Hose. Das war richtig scheiße. Das war gar nicht so kacke. Warte, warte. Abwarten. Ich weiß, kommt aufs Feld an jetzt. Oh oh. Wir tauschen nicht, oder? Ich weiß es nicht, Brudi. Ich hoffe, wir tauschen nicht. Wir tauschen. Das ist nicht wahr, Digga. Das macht mich so traurig. Warum muss es bloß immer so schief? Das ist der letzte. Oh mein Gott. Didi. Oh! Diese ganze Runde war einfach umsonst. Basically umsonst. Hilft dem Letzten, das bin nicht ich, ne? Didi und Pedobear! Let's okay, go! Okay, könnte gut sein. Komm, teleport. On. Teleport. Come on. Teleport. Plus 30 wäre noch besser. Fuck! Ah. Absolut besser als nichts. Weil das heißt, nächste Runde können wir, wenn wir Erster sind, es schon probieren. Och, come on. Wir sind gefickt. Wobei, das könnte sehr gut sein. Oder sehr schlecht. Ja, oder sehr schlecht halt, ne? Das stimmt. Er wird jetzt safe den ersten Versuch machen können bei dem letzten Ereignis. Wenn er es nicht schafft beim letzten Versuch beim Ereignis, dann wird es auf 35, wie gesagt, runtergesetzt. Und wir können dann nächste Runde Erster werden und es dann auch schaffen wahrscheinlich. Wir müssen nur hoffen, dass er jetzt keine 40 würfelt. Wenn er jetzt eine 40 würfelt, dann ist alles vorbei. Sterben wir dann? Definitiv. Scheiße. Come on, Mann. Ich habe so verdammt Angst. Ich habe auch so Angst, Mann. Bro, ich will nicht sterben, Mann. Ja, er hat's geschafft. Nein. Nein. Das war's. Oh, fuck. Wir sind so am Arsch, oder? Oh, oh shit! Okay. Das war sicher. Du weißt, was das heißt, oder? Ja, ich schätze, es wird Zeit für eine gottlose Montage! Easy peasy, lemon squeezy. Boah, fresh. Okay, gerade sind wir draufgekommen. Let's go! Boah! Wir können es echt schaffen, aber nur zusammen! Pedobear! Let's go! Bleibt stehen! Wir schaffen das! Oh. Rappen, die Forstige Schieße! Ah, ich kann's nicht glauben, wir hatten echt mal Glück! Ereignis! Sogar zwei? Es läuft und wie es läuft, die Nase läuft! Boah, wir haben so einen Abstand auf der Map, let's go! Wow! Hacke!
Na, vergiss, aber rasiert. Okay, wir brauchen eine 38. Das ist realistisch zu werfen. Come on! 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 Das sieht gut aus. Jetzt oder nie? Bitte, bitte, bitte! Das war's gar nicht. Seht, okay. Das kriegen wir beim nächsten Mal mal hin. Weich ihm aus, den Wichser! Ja! Oh, habt ihr gesehen, wie ich den Wichser aufplayt hab? Yo, die hätten wir ja gerade eben gebraucht. Jetzt. Komm schon. Jetzt aber. Pedro, wir schaffen das zusammen. Zusammen. Als Team. Als Team. Als eine Einheit. Eine Einheit. Wir lieben uns wirklich. Ich liebe dich auch, Didi. Ich möchte ein Kind von dir. Was? Ja! Ja! Auf den Punkt genau, ja! 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 Yo, hast du was gehört? Ja, es ist vorbei. Sie sind verschwunden. Ernsthaft? Sie sind einfach so verschwunden? So sieht's aus. Oh mein Gott, wir haben es echt geschafft, oder? Oh, ja, haben wir. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das letzte Mal Pedobär-Schwierigkeit. Ja, also wirklich, Dankeschön. Kein Ding. Manchmal muss man auch seinen Feinden helfen. Ganz im Ernst, Diddy. Du bist gar nicht so verkehrt. Du bist und bleibst trotzdem ein Hurensohn. Da versucht man einmal nett zu sein, was? Weißt du, ich hab ein Gefühl, unsere Geschichte geht langsam zu Ende. Gott sei Dank tut sie das, Digga. Ich hab gar keinen Bock mehr auf dich.